Wasser bei. Benjamin Gordo is now live. Streaming F1 2015, Gordo TV. Willkommen am wunderschönen Startkurs von Monaco im allerdings verregneten Monte Carlo. Von diesem Rennen sagen alle Fahrer, dass es ihr Traum ist, hier wenigstens einmal zu gewinnen. Das kann man auch leicht verstehen, wenn man sich umsieht. Das Wetter spielt zwar nicht mit, aber ein Spektakel wird es auf jeden Fall trotzdem. Monaco bietet eine enge, herausfordernde Strecke, auf der die Fahrer oft Rad an Rad kämpfen. Es fehlen zwar gute Überholmöglichkeiten, aber dafür bietet Monte Carlo eben dieses einmalige Gefühl von Glanz und Glamour. Monaco ist die wohl prestigeträchtigste Strecke der Formel 1. Kein Wunder also, dass sie bei Formel 1-Fans auf der ganzen Welt außerordentlich beliebt ist. Etwas ganz Besonderes eben. Alle Jahre wieder das gleiche Szenario. Die Löwskurve ist die langsamste Kurve aller Strecken der Formel 1. Sie wird gerade mal mit 50 km/h gefahren. Und gerade in der ersten Runde des Monaco Grand Prix kommt es hier immer wieder zum berühmt-berüchtigten Ziehharmonika-Effekt. Alle sind froh, wenn sie da durchkommen, ohne ein paar Teilchen. So wechselhaft wie es momentan ist, würde ich einen Satz Intermediates nehmen. Fertig.
Training ist vorbei und Lewis Hamilton war sehr erfolgreich. Heute muss er einfach mit der Leistung seines Wagens. Wir befinden uns jetzt an einer der schwierigsten Strecken im Rennkalender. Willkommen zum Klassiker, zum Formel 1 Qualifying in Monaco. Das Qualifying entscheidet, wer auf dieser berühmt-berüchtigten Strecke von der Pole. Alles bereit.
Unser Rang ist niedriger als erwartet. Irgendwo verlieren wir Zeit. Thank you.
Willkommen zu einer Kultrennstrecke auf dem Formel-1-Kalender. Wir sind in Monaco, wo sich die Reichen und Schönen tummeln. Was für eine unglaubliche Rundenzeit von Lewis Hamilton im gestrigen Qualifying. Wenn er heute einen sauberen Start hinlegt, wird er uneinholbar sein. Die Luft vor ihm ist rein. Er hofft also sicher darauf, sich über die ersten Runden einen Vorsprung aufbauen zu können. Wenn die Autos auf Position 2 und 3 bis zu den ersten Boxenstopps dicht hinter ihm bleiben, dann könnten sie leicht im Vorteil sein. Sebastian Vettel hat im letzten Rennen eine gute Leistung hingelegt und das war das beste Ergebnis dieser Saison. Kann er den Aufwärtstrend heute fortsetzen? Das hoffe ich. Er hatte Probleme, sich anzupassen, seit sich das Reglement geändert hat. Er hat offen gestanden, dass der Wagen nicht zu seinem Fahrstil passt, aber er muss lernen, sich anzupassen. Thank you.
Thank you.
25% des Startbenzins verbrannt. Also haben wir noch 3/4 übrig. Das Auto sollte sich jetzt etwas leichter anfühlen.
Messungen nicht eingehalten. Wir haben gerade 3 Strafsekunden erhalten.
verpassen wir die anderen Alpha-Flüge. Ein weiterer Sieg für das Team aus Brackley. Einen tollen Wagen haben sie dieses Jahr. Natürlich, manchmal geht nicht alles nach Plan und manchmal eben doch. Am Ende zählt aber nur, wer als Es ist fast 10 Uhr hier in Kanada und heute geht es mit dem Training los. Die Strecke in Montreal wurde auf einer künstlichen Insel erbaut und ist somit quasi maßgeschneidert für spannende Rennen. Es ist immer schön, für ein spannendes Rennwochenende nach Montreal zu kommen. Hohe Geschwindigkeiten und enge Kurven bedeuten automatisch...
Der Spritstand ist sehr niedrig. Dein Tank ist fast leer. Komm innerhalb von 2 Runden an die Box. Das war ein produktiver Tag für Kimi Räikkönen. Er hat es beim heutigen Training auf den ersten Platz geschafft. Guten Tag an alle Zuschauer. Wir hoffen, Sie sind auf ein spannendes Qualifying eingestellt. Die Teams hier in Kanada schließen gerade ihre letzten Vorbereitungen ab.
Der Grand Prix in Kanada wurde in den letzten Jahren von Ferrari, McLaren und Williams dominiert, die ja insgesamt über 30 Siege eingefahren.
2. Thank you.
Du fährst ein klasse Rennen. Wir liegen wieder viel weiter vorne, als wir erwartet Lewis Hamilton hat im heutigen Qualifying eine tolle Leistung abgeliefert. Mit der schnellsten Runde fuhr er für das morgige Rennen auf die Pole. Also das war eine gute Qualifikationsrunde, wirklich spektakulär. Es ist fast 14 Uhr und somit Zeit für das Rennen hier in Montreal. Der Grand Prix von Kanada war ein Favorit von Michael Schumacher, der hier einen Rekord von sagenhaften 7 Siegen eingefahren hat. Viele Fahrer, die heute hier sind, wären schon froh, wenn sie nur ein einziges Mal hier gewinnen könnten. Mit über 30 Poles war Lewis Hamilton schon vorher einer der Besten in der ewigen Liste. Gestern hat er seine beeindruckende Statistik noch einmal verbessert und jetzt will er natürlich auch den Sieg. Er wird in den ersten paar Runden auf Nummer sicher gehen wollen und alles daran setzen, nicht überholt zu werden. Schafft er es, diese Position beizubehalten, bis sich alles eingependelt hat, dann hat er einen gewaltigen Vorteil und kann das Rennen kontrollieren. Das war gestern ein enttäuschender Tag für Fernando Alonso. Er startet weiter hinten im Grid, als er es wohl erwartet hatte. Aber trotz allem...
Vorsprung vor deinem Hintermann. Sei vorsichtig, damit er keine Chance zur Überholung hat. Thank you.
Verstappen ist hinter dir. Er hat 5 Sekunden Abstand. Herzlichen Glückwunsch, Lewis Hamilton, das war eine tolle Fahrt und wirklich Weltklasse. Er beweist wieder einmal, dass er zu den besten Fahrern aller Zeiten gehört. An manchen Tagen fühlt man sich als Fahrer einfach wohl im Auto und hat ein gutes Gespür für die Strecke. Eine unschlagbare Kombination.